Whether it's a sports sedan for business people, an SUV that has way more power than you need for the school run, or a lightweight, purpose-built track day car, you'll find it here. Every car in this eclectic group represents the very best of its breed. They're the very top of the tree. Some of these are pumped-up versions of everyday cars, bursting with power and often bulging at the seams. From classic 60s muscle to more modern sports cars, each car here truly represents the best driving experiences of their era. And, with the exception of the more extreme track toys, they show how far you can push a daily driver without sacrificing the comfy seats, soundproofing, and room for the whole family. Diese Rennen finden in der Nacht statt, eine perfekte Mischung aus Anforderungen und Nervenkitzel. Die Sicht ist stark eingeschränkt und die niedrigen Temperaturen wirken sich auf die Bodenhaftung der Reifen aus. Ja, Nachtrennen. Eine ganze Serie nur Nachtrennen. Richtig cool an sich. Ist doch richtig nett. Das sieht doch richtig geil aus. So, was haben wir? Ultimative Sportmaschinen. Okay, da sieht man schon mal einen BMW M irgendwas. Dann Execute Heavyweights. Okay, was soll das geheißen? Schwergewichte der oberen Mittelklasse. Schwergewicht heißt aber nicht von Gewicht her, sondern vom Motor her, oder? Also, wo viel Power ist. Historische Muscle Cars. Streckenspielzeuge, okay. Moderne Sportlegenden. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal hier an. These are the sort of machines that, in the old days, would have emerged from secret skunk works. Cars made by special departments and in-house tuners with motorsport expertise and a stash of weapons-grade parts. All of these machines push the limits of the models on which they're based, which means that, for most companies, these are the fastest cars they make, full stop. Ja, meine Autos. Woher habe ich einen Shelby GT? Ja, aber... Ach so, das war der wohl, oder? Okay. Den Lexus haben wir mal irgendwo gewonnen. Ja, der Shelby wird mich sogar so ein bisschen anmachen. Wir schauen aber mal hier rein. So, ein Chrysler. Ne, nicht so... Oh, Team... Oh! Ja, das war als Download dabei. Ich habe den schon gesucht. Den nehmen wir doch, oder? Team Forza Challenger SRT Hellcat. 717 PS hat das Teil. Richtig fett, Alter. Kann man in Deutschland vor knapp 100.000 kaufen. Ja. Und ich glaube, den werde ich auch fahren, hey. Da habe ich mich richtig gefreut. M4-Coupé war's. Team Forza M5 auch gratis. Ah nee, das ist auch das Team-Paket. Also ich habe einmal das Team-Paket und einmal die SRT, also den Challenger SRT Hellcat. Aber das war auch der speziellere. Oder ja, Charger SRT 8 und so ist halt auch ganz fett. Hier sind teilweise richtig fette Karren drin und eigentlich kann man sich da auch fast kaum entscheiden. Aber ganz oben hat es mich schon eigentlich, ja... entschieden dadurch. Ich nehme den SRT Hellcat Challenger. Einmal den hier. Ja, hoffentlich lässt er sich auch richtig gut fahren. Das wäre auch richtig nett. Eigentlich haben wir ja schon eine Lackierung drauf, aber wir schauen mal so ein bisschen vielleicht einen anderen an. Batman. Okay. Superman! Was geht denn jetzt ab? Green Lantern. Alter, lauter hier... Hellcat, ja. Mir wird auch so was Schlichtes reichen. So ein bisschen. Ja, okay, so schlicht ist es auch nicht. Wenn hier das komische Blau nicht drin wäre, sondern irgendwie schwarz oder so, dann hätte es gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Michelin. Okay. Polizei! Auch gut. Sollen wir als Polizei gehen? Wir gehen als Polizei. Come on. Einfach mal so just for fun. Polizei und Challenger SRT Hellcat. Das will ich mal sehen. Wäre auch so richtig fett. So, warum steht hier kaufen? Ausbenötigt Upgrades. Ja, machen wir halt rein. Wollte schon sagen, wieso kaufen eigentlich? Habe ich es doch schon und so. Aber irgendwie war es nicht richtig drin. Es stand als gratis drin, weil ich war mal in meiner Garage. Da habe ich mich gewundert, warum das nicht da ist. Aber Das ist ihr 2015er Dodge Team Forza Challenger SRT Hellcat. Ja, sehr schön. Geil wäre halt so noch so Blinkleuchten wie bei der echten Polizei. Das wäre richtig fett. So, wo sind wir denn? Le Mans. Ihr nächstes Rennen findet in Le Mans statt. Die Strecke umfasst abgesperrte öffentliche Straßen und eine geteerte Fahrbahn für Rennfahrzeuge. Ja, einmal die Strecke Le Mans bei Nacht. Bin ich auch mal gespannt, wie es so mit der Beleuchtung an sich ist, weil hier sieht man halt eigentlich gar kein Licht. Ich meine, das Licht, wo man sieht, ist halt von einem Auto, natürlich. Aber so an sich... Ich bin gerade am Überlegen, Fernlicht konnte man, glaube ich, nicht einschalten, oder? Ich glaube, ich konnte das Licht ein- und ausschalten, oder konnte ich auch Fernlicht einschalten? Oder war das ein anderes Spiel mal? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Bei Forza konnte man, glaube ich, was auch mit dem Licht machen, aber ob das jetzt ein- und ausschalten war, oder zwischen normalem Licht und Fernlicht schalten? Obwohl, beim 5er waren ja eigentlich groß keine Nachtstrecken. Da gab es das ja eigentlich gar nicht. Deshalb, mal schauen. Ja, Polizei. Das wird jetzt wirklich noch richtig geil kommen mit so LED-Lichtern oder so. Das wäre dann richtig fett. So, wir starten gleich. Eigentlich kann man gar nicht richtig schön betrachten, wenn es so dunkel ist, aber ja. Auch die Lichter und so, richtig geil. Ja, der hört sich auch ein bisschen bestialisch an. Alter, erster Gang geht erstmal voll ab. Voll schön in den Begrenzer rein. War ein bisschen schlechter Start. Sollte man, glaube ich, nicht mit Vollgas starten. Ist dann, glaube ich, nicht so gut vor das Auto. So, mal ein bisschen bremsen. Hier wird es wohl gleich einen Unfall oder so geben. Das ist halt bei einem Start und dann Le Mans, das ist immer ein bisschen, ja, ein bisschen eng hier dann, die ersten 2, 3 Kurven. Ist immer ein bisschen übel. Alter, das war bis auch ein bisschen mies. 3 Runden. Mal gucken, ob wir das noch so, ja, den Fehler ausmerzen können. Auch wenn es nicht von mir aus war. Alter, auch dieser Sound. Und hier ist ein Dodge Charger vor mir. Da können wir nachher vielleicht auch mal in die Cockpit-Perspektive reingehen. Ob sich dann noch besser anhört oder nicht. Können wir mal schauen. Wieso leuchtet das Blau eigentlich so übel, wenn es von irgendeiner Lichtquelle angeleuchtet wird? Oh, 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 habe ich jetzt ein bisschen... Ja, hat noch sogar gereicht. Also sieht schon geil aus an sich. Auch wenn es relativ dunkel ist, aber es sieht schon fett aus. Kann ich jetzt hier was umschalten? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Nee, kann man nichts machen. Ich habe gedacht, man kann was mit dem Licht... Ups. Ich habe gedacht, man konnte vielleicht was mit dem Licht machen. Also ich habe mir mal ein paar Tasten gedrückt, aber hat nicht so ganz funktioniert. Ja, leider. Das wäre eigentlich auch ganz lustig, so mit Fernlicht mal fahren oder so. Gerade auf so einer Geraden, auf einem ziemlich langen, aber... Ich denke, Rennen bei Nacht, da macht man eh nichts groß mit Licht umstellen, oder? Wir fahren immer mit Abblendlicht. Bisschen Licht hat man hier und da, wo es geradeaus geht, reicht es auch so. So, wir sind ja schon mal Platz 3. Er ist hinter uns. So, und den Platz 2er, also ich glaube, der Lotus Aurora. Den bekommen wir auch. Platz 1. Oh, ja. Eigentlich theoretisch. Ah, verdammt, ein bisschen zu weit reingefahren. Sind wir ein bisschen langsam geworden. Ja, Platz 1. Wir haben ja noch die Runde und nochmal eine ganze Runde. Also könnte es ja vielleicht sogar noch passieren, dass wir hier den bekommen. Weiß es nicht so genau. Schauen wir mal. Achso, ich hatte mal was gesagt mit einer anderen Perspektive, gell? Können wir vielleicht mal machen. Weil wir jetzt gerade ein bisschen komisch fahren. Erstmal ein bisschen umdenken. Es hört sich jetzt ein bisschen eigentlich laser ein, finde ich. An sich eigentlich ein bisschen laser, weil... Ja, wir haben vermutlich einen Helm auf, denke ich ja mal. Deshalb Achso, können wir uns nicht hier umschauen mit dem Kopf. Okay, auch seltsam. Aber man sieht halt bei Nacht relativ wenig. Ist halt auch so eine Sache. Was mir so ein bisschen fehlt, ist halt auch ein bisschen der Rückspiegel, wenn ich meine andere Perspektive drin habe. Und dass man hier nicht in den Rückspiegel schauen kann auf der Seite. Das fehlt so ein bisschen. Aber es ist jetzt eigentlich auch nicht so das groß Wichtige, finde ich. So, hier sieht man hinter uns, kam gerade um die Ecke geschossen. So, aber ich finde, draußen hört es sich schon mal noch ein bisschen besser an. Ich will gerade immer sagen, boah, ich freue mich schon auf die nächste Strecke, dann können wir uns mal richtig anschauen, so bei Tag und so, aber die ganzen Rennen sind jetzt gerade bei Nacht. So, Polizei! Sie fahren zu schnell! An den Straßenrand! Er will nicht anhalten! Gibt's ja gar nicht. Boah, wie er jetzt Gas gibt. Auf einmal. Das hat er gehört. So, ja, er fährt doch ein bisschen scheiße. Mal außen überholt. Aber klar, wenn er so ein bisschen durch die Wiese durchfahrt und so, das braucht er auch ein bisschen an Geschwindigkeit. Bremst er aus und so. So, dann wäre die Geschichte schon mal so ziemlich sicher eigentlich. Jetzt bis jetzt keine großen Probleme hier beim Fahren. Ich denke jetzt nicht unbedingt, dass mich jetzt noch groß einer überholt. Bad End. Oder Bade-End. Wir sind mit 2E. Komisch. Hat er sich verschrieben? Ist das mit Absicht? Der Bad End passt ja dann auch nicht, wenn es mit 2E ist. Oh, ich fahre mit ein bisschen kreuz und quer, gell? Zeig mir mal im Dodge hier die ganze Strecke mal. So, gleich sind wir am Ziel. Ne, der PJ Keys hat ganz schön aufgeholt. Ja, war immer auf Platz 2. Aber trotzdem noch mit schönem Abstand. Aber guck mal, der Bad End, Body End. Ja, jetzt hat er wieder überholt. Wollte gerade sagen, fliegt immer weiter zurück. Aber ja, war so ein bisschen ein Kampf zwischen denen, glaub. Ja, schöne Karre. Bisschen Credits wegen dem Simulationsschaden. Und beim nächsten Rennen gibt es wieder einen Fahrerstufenaufstieg. So, Affinität zu Dodge ein bisschen hier verbessern.